Also das ist schon ein sehr guter Baum, ein gutes Material. Er eignet sich halt genau nicht so zum extremen Totholzgestalten. Ist eher ein braver, netter Doppelstamm. Und dafür ist er aber ideal geeignet, weil die Proportionen schon mal sehr gut sind. Erstens, man hat ein vernünftiges Nebari, das ist einmal das Um und Auf. Diese Wurzel da, die schneidet dem ab, die geht so quer. Ne? Und dann hat er einen dicken Hauptstamm und einen Nebenstamm. Und der Nebenstamm ist deutlich dünner. Das ist schon mal ganz gut, weil oft sind die gleich stark und das ist schlecht. So, dann machen wir also hier den Hauptstamm. Der Hauptstamm verzweigt sich hier in einen Nebenstamm. Das ist ja kein Ast für meine Definition. Es gibt Leute, die mich dann im Internet totschlagen. Sage ich, kann man sich das nicht vorstellen, dass ich einfach mal definiere, dieses als Nebenstamm? Ja, kann man. Es ist ja, warum? Weil er eben nach oben wächst und relativ dick ist. Dann kann ich sagen, gut, kann ich einen Ast draus machen, indem ich ihn runterbiege. Und dann habe ich da diesen ersten Ast und dann mache ich dieses Dreieck und dann hast du irgendwie einen 0815 Bonsai, wie er im Buch steht. Erst kannst du machen, du bist nicht mein Geschmack, aber der Ast eignet sich auch nicht dafür, denn der wird dir da abbrechen. Das geht nicht bei einer Eibe. Die Eibe hat ein unglaublich zähes, starkes Holz, wenn du den da rüberbiegst, ist der hin. Also würde ich sagen, ja, dann definiere ihn doch als Stamm und sage, okay, das ist diese Eibe, die was einfach beschlossen hat, dass sie hier jetzt oben plötzlich ein Mehrfachstamm wird. Steht zwar so nicht im Buch, aber Eiben machen das. Gut, und dann lasse ich den dran und kann da diese kleinen Äste jetzt, und da mache ich so ein kleines Bäumchen. Also hier mache ich ein kleines Bäumchen, das da anfängt. Und dann gehe ich hier weiter und sage, okay, der Hauptstamm, der hat sich dann wieder verzweigt. Dann würde ich sagen, nehmen wir wahrscheinlich diesen hier da raus und arbeiten mit dem kleinen Wurzel da. Und das da hinten ist dann die Krone, die ungefähr hierher geht. So, dann haben wir also 1, 2, 3 und hier stellen wir fest, hoppla, der macht ja das gleiche wie der, der wird sich auch hier verzweigen und geht weiter, wird dann zu einem Art Nebenstamm, den machen wir also jetzt deutlich kürzer, den schneiden wir hier ab, mit diesen Ästen hier arbeiten wir und da hinten haben wir noch einen, den machen wir, da machen wir zwei Kronen, 1, 2. Sagt einer, ja, jetzt hat er 1, 2, 3, 4, 5 Kronen, darf man nicht haben. Sag ich, ja. So gehört, dann machst du halt den Standard-Bonsai draus und dann wirst du sehen, dass das nichts besonders Gutes aussieht. Dann sage ich, wenn du einen Standard-Bonsai willst, dann vergiss den Baum und such dir einen anderen. Hier gibt es kaum Standard-Bonsai-Material. Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, hier laufen tausende Leute durch, die suchen alle Standard-Bonsai-Material. Das ist alles schon weg. Ja, das ist das Erste, was verkauft wird, wo jeder Depp sieht, oh, da kann ich das machen. Ne? So. Das Nächste ist, dass das alles gesammelte Bäume sind. Die Bäume sind nicht so, das komische Zeug da abschneiden, dann tun wir da diesen Stumpen da, den lassen wir zwar, aber da müssen wir irgendwie jetzt ein bisschen Gin draus machen. Dann zuerst immer das rote Holz. Da tun wir mal hier das wird sehr schwer sein, mit der Eibe das zu spalten, und weil die Eibe ein extrem hartes Holz hat, das müsste man dann wohl mit einer Fräse machen. Hast du schon mal mit der Fräse gearbeitet? Nee, das mache ich dir dann. Dann tun wir diese Äste hier wegbinden mit Draht, sodass das frei wird. Und dann fräse ich dir mal diese Dinger hoch, ja, mit der Fräse. Das machen wir draußen, da fliegen dann die Fetzen. Okay. Hast du so eine grobe Vorstellung? Habe ich dich jetzt total verwirrt? Nee, wirklich nicht. Nee, weiter weg damit. Und lass ja keinen hier rankommen. Das ist ganz gefährlich. Hast du schon mal sowas gemacht? Das kriegst du doch kriegen. Also immer abschalten. Hier. Finger weg. Nee, das sollte ich ausfüllen. Hat der Meister gesagt. Erstmal vorläufig beendet. Und du tust dann noch, ja, höchstens dann mit diesem, und dann fängst du an, die Spitzen zu gestalten. Mhm. Ja. Okay. Und jetzt kannst du wieder drinnen machen. Ja. So, und jetzt hast du dann. Ich habe den Eindruck, ich bin hier gleich durch wahrscheinlich mit dem 1000 Holz. Ja, bei der Gruppenfichte. Schön.